Wir haben Politiker, die wechseln zur Deutschen Bahn. Wir hatten Pofalla und Wiesheu als Beispiele. Ist nur ein Beispiel, das ist bei anderen Konzernen genauso. Und diese, und vor allem dieser Staatskonzern Deutsche Bahn, der sponsert dann hinterher Bundesparteitage von Parteien. Na sowas. Unser nicht, komisch, ne? Unser nicht, haben Sie abgesagt? Also ich mache Politik für einen Konzern, gehe in die Konzernspitze, sozusagen als Belohnung für die Politik, die ich mache, und der Konzern revanchiert sich dann rückwärts wieder und finanziert meine Partei. Also so funktioniert Korruption in Deutschland, und das ist komischerweise noch nicht strafbar. Nee, und da redet auch in Deutschland keiner drüber. Wir gucken immer gerne auf andere Staaten, regen uns auf, wie es da läuft, aber hier guckt halt keiner so genau hin. Könnte man sich aufregen. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Fragen, 5 Antworten. Hallo Stefan. Hallo. Hallo Alexandra. Wo kommt das lange A her? Das kommt aus dem Fluss. Das sagst du immer. Du sagst immer das Gleiche am Anfang, ne? Ja, ja. Das ist so, das habe ich mir vor 5 Jahren mal so und überlegt. Ich sage immer Hallo Alexandra und dann sagen wir mal, wo wir sind. Wir sind in Berlin. Ja. Im Jakob-Kaiser-Haus, und zwar haben wir jetzt eine ganz spektakuläre Location mal wieder ausgesucht. Das sieht man zwar nicht so, aber das ist hier der Fraktionsvorstandssitzungssaal und auch der Saal der Baumann-Runde. Ja. Baumann-Runde ist immer Dienstagmorgens die Pressekonferenz, und da sitzt der gute Bernd immer da, wo du jetzt sitzt. Und wo, hier, wo wie sitzt ihr, wenn Vorstand ist? Dann ist noch wichtig, da sitzt immer die Alice Weidel da, wo du jetzt sitzt. Doch. Ich sitze daneben, also den Stuhl sieht man jetzt nicht, also hier sozusagen hinter dir jetzt. Und du sitzt hier sitzt der Tino. Und der Bernd Baumann sitzt hier. Ah. Also das ist absolut, also diese Stühle müssen wir ins Museum irgendwie, irgendwann, so ins Deutsche Historische Museum. Ja, jetzt geht es ja noch nicht. Hier wurde die Fraktion der AfD nach vorne gebracht. Ja, wir haben derzeit ja große Themen in Deutschland, zum Beispiel der AKW-Habeck-Skandal. Und in diesem Zusammenhang ist mir unser eigens dargestelltes Plakat vom Greichen wieder in die Hände gefallen. Das mit den vielen Pfeilen, mit dem Greichen-Clan, genau. Im Bundeswirtschaftsministerium. Ja, du hast gesagt, viele wichtige Themen. Wenn man die Öffentlich-Rechtlichen verfolgt, ist das ja gar nicht so wichtig alles, ne? Also, der Fokus der Cicero. Der Cicero hat ja diese AKW-Protokolle freigeklagt, um herauszufinden, wie genau ist dieser Atomausstieg wieder jede seriöse Politik zustatte, also wie ist es abgelaufen im vergangenen Jahr, und dann gab es halt auch diesen Streckbetrieb bis April, und dann war im letzten Jahr, ne? Und dann war Feierabend, und jetzt haben wir herausgefunden, wir wurden alle belogen und betrogen aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Gut, ist man ja gewohnt eigentlich. Ich wollte sagen, nicht nur da. Gut, eigentlich der Skandal. Ja. Ich meine, das machen die seit... Hat jemand was anderes erwartet? Das machen die von Anfang an. Also wieder besseres Wissen wurden da Sachen in die Welt gesetzt, und mittendrin hängt natürlich dieser Greichen-Clan. Und auf diesen Greichen, der schon entlassen wurde, wird jetzt versucht, so ein bisschen die Schuld abzuschieben. Ne? Nein, das ist ja clever. Ja, ja. Sie ist schon weg. Ja. Dann ist er noch ein bisschen wecker, aber... Also der rennt ja durch. Schon ganz bemerkenswert, dass sich die Grünen quasi da in diese Position gehievt haben und dann einfach ohne Rücksicht auf Verluste ihr Programm durchziehen. Ja, ist ja nicht nur da so. Das ist ja bei dem Selbstbestimmungskram und bei dem Demokratiefördergedöns, was ja immer nur verbrämt so rüberkommt, in Wirklichkeit aber auf der einen Seite massive Eingriffe in die Gesellschaftsstrukturen sind und massive Eingriffe in die Meinungsfreiheit. Das wird immer unter so einen schönen Namen gelabelt. Das schöne Kita-Gesetz gab es auch mal irgendwie sowas, oder? Kita, ja. So, jetzt gab es das wunderbare Atomausstiegsgesetz und solche Geschichten. Also die ziehen knallhart ihre Ideologie durch, und SPD und FDP machen mit. Aber warum merken es die Leute Idioten draußen nicht? Ich meine, es gibt ja immer noch Menschen, und in einer Umfrage, die ich gesehen habe, war es sogar gestiegen, die wählen. Warum? Die Grünen? Ja. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also in Thüringen können wir niemanden fragen, weil da gibt es keinen. Ja, das ist kaum noch messbar. Ne? Ich glaube, in den östlichen Bundesländern sowieso ziemlich schwierig, das noch zu messen. Das ist auch schon schwierig, da Grüne und SPD und FDP zusammen überhaupt noch zu messen. Da sieht die Lage anders aus, aber es sind wahrscheinlich auch einige dabei, die aus Trotz die Grünen wählen, die vielleicht erkannt haben, dass die jahrelang die falsche Partei unterstützt haben, es aber nicht wahrhaben wollen und sagen, ich wähle die trotzdem weiter, und dann vielleicht noch ihre Kinder und ihre Omas und Opas dazu zwingen, das Ganze zu tun. Wir wissen ja, wie in Pflege- und Altersheimen, wie demokratisch und geheim da die Wahlen öfter mal stattfinden. Ich glaube, kann mir das nur so erklären. Also, dass normale Menschen, die sich wirklich im Kontakt, die entweder normale Bürger sind oder sich im Kontakt mit normalen Bürgern befinden, die mit offenen Augen durch die Welt gehen, dass auch nur ein einziger normaler Mensch die Grünen wählt, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht. Also wenn Sie jemanden kennen, der sowas mal gemacht hat, vorhat zu machen, schicken Sie uns ein Foto. Wie gibt es sie auch gar nicht, ja, deswegen, diese Wähler. Deswegen, wir wollen die Wähler der Grünen einmal sehen. Genau.
Ja? Das ist ja aber auch nicht das Einzige. Wir haben die Bundesregierung gefragt, Kontakte der Bundesregierung mit den Richtern am Bundesverfassungsgericht. Genau. Könnte man ja sagen, naja, das sind ja alles ganz normale Menschen, die können sich auch mal treffen auf dem Eis. Ja, ja? Können sie auch. Schönes Spaghetti-Eis zusammen essen. Aber bei uns ist rausgekommen, die treffen sich schon häufig und telefonieren. Und ja, zufällig habe ich ja nicht nur die Frage dabei, sondern auch noch die Antwort. Da hat die Bundesregierung ja geantwortet und wir haben gefragt, also wir haben eine Menge gefragt, unter anderem, wann haben sich jeweils welche Richter der obersten Gerichtshöfe und des Bundesverfassungsgerichts mit jeweils welchen Vertretern der Bundesregierung in der aktuellen Legislaturperiode, wo und zu welchem Anlass getroffen? Und guck mal, ja. Seitenlange Ausführungen, wo also, sagen wir mal... Dann reden die immer über Digitalisierung. Guck mal hier, ja. Seitenlang. Also sie scheinen gar nichts anderes zu tun, als dass sich Regierungsmitglieder mit Richtern treffen, von obersten Gerichtshöfen und vom Bundesverfassungsgericht. Was jetzt, sag ich mal, die praktizierte Gewaltenteilung jetzt nicht in so einem besonders geschliffenen Licht dastehen lässt. Ne? Ja, kann man Licht überhaupt schleifen? Also in so einem besonders guten Licht dastehen lässt. Gewaltenteilung, haben wir ja schon öfter erwähnt, wird in Deutschland ja nicht mal mehr angestrebt. Nö, da redet gar keiner mehr drüber. Ne? Man redet ja über Gewaltenverschränkung und das ist eigentlich nichts anderes, als dass die Gewaltenteilung gar nicht mehr da ist. Die uns immer so, also ich kenne das nur so aus meiner Jugend, aus dem Studium, das wäre das Wichtigste, also Exekutive, Judikative, Legislative und dann noch die Medien sozusagen als ungeschriebene vierte Gewalt. Das ist alles inzwischen so verwoben und verschränkt, da blickt keiner mehr durch. Und eine klare Trennung ist auch nicht mehr erkennbar. Und das sieht man ja hieran. Wie gesagt, die können gerne mal ein Eis essen gehen, aber das, wahrscheinlich steht das Eisessen hier gar nicht drin. Ja. Das sind wahrscheinlich nur die Termine, die überhaupt nachvollziehbar sind. Ich vermute mal, darüber hinaus gibt es noch hunderte, tausende weitere Termine von Vertretern der Exekutive, der Legislative mit solchen der Judikative, die ja eigentlich diese beiden anderen Gewalten überwachen sollen. Ja, wir haben dazu ja auch einen Antrag gefertigt, dass wir zumindest erstmal Transparenz über diese Treffen haben wollen, damit es nicht immer heißt, darüber gibt es keine Aufzeichnung. Ja. Wozu haben wir eigentlich noch keinen Antrag gemacht? Ich habe immer das Gefühl, als wenn wir schon zu allen Anträge gemacht hätten. Ja, aber ich finde, das ist auch wichtig. Das ist die Aufgabe. Man kann unterschiedlicher Ansicht sein, was die AfD zu tun hat. Manche meinen, die sollen halt Demonstrationen organisieren. Ich denke, die Aufgabe einer Partei, die im Bundestag und in den Landtagen vertreten ist, ist parlamentarische Arbeit. Und es ist unsere Aufgabe, damit sind wir hierher geschickt worden, das Wahlprogramm, was die Mitglieder verabschiedet haben, in Anträge und parlamentarische Initiativen zu verwandeln. Ja, wobei man da auch eine gewisse Gewaltenteilung sozusagen sehen muss. Wir haben die Partei und die Fraktion. Ist völlig klar, dass der Abgeordnete, ich werde ja auch vom Staat alimentiert, derjenige, der vom Bürger gewählt wurde, der hat sich halt zu fokussieren auf die parlamentarische Arbeit. Dazu gehören halt Anfragen und mündliche Fragen und Gesetzentwürfe und Anträge und was nicht alles. Und auf der anderen Seite gibt es ja dann sozusagen, ich gespiegelt bin ja auch in der Partei aktiv, im Kreisverband, im Landesverband, im Bundesvorstand aktiv. Und das ist die Partei. Und die kann natürlich andere Sachen tun, als derjenige, der in den Parlamenten sozusagen die Fraktion mit Fraktionen unterwegs ist. Und die Partei ist natürlich durchaus natürlich dafür da, Öffentlichkeitsarbeit zu machen mit Infoständen, mit Demonstrationen, mit öffentlichen Ansprachen auf Marktplätzen und so. Das ist eine Aufgabe der Partei. Aber hier machen wir unser Ding. Und erzähle nur gelegentlich mal im Rahmen von 5 Fragen, 5 Antworten aus der Partei. Ist das eigentlich jetzt Fraktion oder Partei? Beides, ne? Das ist Abgeordnete. Ja, so alles Mögliche. Also für alle Menschen. Du bist ja der gewählte Abgeordnete für alle. Genau. Ja. Also auch für die Grünen, von denen wir ja die Fotos wollen. Jetzt kann man sagen, gut, der Brandner verschränkt ja auch alles. Der ist ja sowohl Partei als auch Fraktion. Richtig, aber wir reden ja auch da nicht über eine klassische Gewaltenteilung, sondern über eine Aufgabenteilung. Und dass sich Aufgaben überlappen können, ist natürlich selbstverständlich. Na, da bin ich immer der Meinung, die müssen sich sogar überlappen. Ja. Weil zum Beispiel die Arbeit im Bundesvorstand für jemanden, der jetzt, sag mal, Krankenpfleger ist, sehr schwierig zu, einfach umzusetzen wäre. Wenn ich 40, 50, 60 Stunden im Krankenhaus in der Nachtschicht bin, ist es halt schwierig, früh um 8 dann beim Bufo zu sein. Das ist sehr kompliziert in der Koordination. Deswegen meine ich immer, aber das... Auf der anderen Seite kann ich ja auch nicht Anträge stellen, wie ich will, sondern ich muss mich so ein bisschen, oder sagen wir mal, überwiegend daran orientieren, was Programmlage in der Partei ist. Sonst kriegst du es eh nicht durch. Genau. Wobei auch nicht alles Programmlage in der Partei ist, weil viele Sachen stehen halt im Parteiprogramm nicht drin, die hier plötzlich passieren. Im Bundestag, wo man einfach reagieren muss, wo man jetzt nicht einen Parteitag für einberufen kann. Also das ist immer so eine Gratwanderung, aber ich glaube, bisher hat das ganz gut hingehauen. Wir haben ja des Öfteren schon über Korruption geredet und Deutschland steht ja auch in Korruptionsangelegenheiten. Es gibt ja diese Messung von Korruption nicht gut da. Das muss man ja einfach sagen. Transparency hat schon oft gesagt, da tut sich halt auch in der Bekämpfung nichts, es stagniert. Ja, aber was soll sich da auch tun? Es hat doch keiner Interesse, was zu tun, oder? Also gestern wurde so getan, als wolle man was tun. Man hat das Strafgesetzbuch
erweitert. Ist natürlich noch nicht in Kraft, weil das noch der Bundespräsident unterzeichnen muss und so. Also man hat einen Paragraphen 108f in das Strafgesetzbuch eingefügt, der da lautet: in der Strafbarkeit der unzulässigen Interessenausübung, also eine Erweiterung sein soll des Strafbarkeitsbestandes der Abgeordnetenbestechung oder Bestechlichkeit. Das ist so eine Sache, die also jahrzehntelang keiner angepackt hat. Wenn man sich also anlässlich des Mandats, sag ich mal, Vorteile zukommen lässt, dass das strafbar sein könnte. Das wurde jahrelang nicht beachtet, entgegen internationaler Einwendungen auch. Und das ist aber auch so ein Geschäftsmodell bei der CDU-CSU, wie man ja inzwischen weiß. Wir haben ja diese unsäglichen Maskenskandale. Da wundert man immer, warum bei uns so Pseudoskandelchen aufgeblasen werden. Weil da geht es ja um richtig Geld, ne? Ja, also bei uns werden ja so Pseudoskandelchen mit irgendwelchen Verdächtigungen und windigen Wechselgeschäften zwischen Geheimdiensten und staatlichen Medien irgendwie, das wird immer durch die Medien getrieben. Hier haben wir teilweise verurteilte Straftäter, Steuerhinterzieher und solche, die sich bereichert haben aufgrund ihres Mandats. Und das spielt eigentlich alles keine Rolle, ne? Wir erinnern uns ein paar Monate zurück, da gab es einen Alfred Sauter, ehemaliger Justizminister von Bayern, ein Herrn Nüßlein, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, ein Herrn Löbel, CDU-Abgeordneter, ein Herrn Hauptmann aus der CDU. Wir erinnern uns an die Familie Tandler, das ist die Familie des ehemaligen CSU-Finanzministers in Bayern. Wir erinnern uns an die Familie des ehemaligen Ministerpräsidenten Strauß. Und die alle steckten bis zum Hals im Sumpf von Maskendeals und Steuerhinterziehung. Also war alles so eine Melange. Der eine oder andere wurde dann tatsächlich auch deshalb verurteilt. Also bei Jan wäre ich gleich noch zugekommen, daran erinnern wir uns noch. Und das war diese Strafbarkeitslücke, von der alle die genannten und wahrscheinlich noch viel mehr, das wird ja nur die Spitze des Eisbergs sein, profitiert haben. Die CDU hat auch interessanterweise gestern der Verschärfung nicht zugestimmt. Nee. Komisch, oder? CDU, nee, CSU auch nicht. Irgendwo auch ihr Geld herbekommen. Das ist deren Geschäftsmodell sozusagen, was da jetzt in Angriff genommen wurde. Wir haben also, du hast es gerade angesprochen, nachgewiesene Zahlungen von Aserbaidschan gegen CDU und CS-Politiker, die dann nachgewiesen extra für Aserbaidschan irgendwas gemacht haben. Also eine völlig andere Sachlage als bei uns, wo gar nichts nachgewiesen ist und wo alle drüber reden. Und das ist seit gestern unter Strafe gestellt worden, wird aber nach meiner Auffassung das Problem nicht an der Wurzel bekämpfen. Nee, weil die, die es verabschiedet haben, von denen es kommt, die hängen doch wahrscheinlich genauso drin, oder? Ja, ich dachte, du fragst jetzt warum. Ich habe jetzt extra die Frage für das Warum offen gelassen. Ach so, okay. Ja, die hängen genauso drin. Und Korruption ist in Deutschland ja auch, das läuft entweder so plump, wie wir es gerade dargestellt haben bei diesen Personen, wo zumindest für jeden, der über Korruption nachdenkt, das ganz, ganz, ganz naheliegend ist. In Deutschland funktioniert Korruption aber auch anders, ne? Wir haben ja das Problem mal aufgedeckt, BioNTech beispielsweise, der Impfstoffhersteller, der seinen Kurs im Rahmen, also der Börsenkurs, der Börsenwert wurde vervielfacht. Ja. Kurz vorher hatte BioNTech noch 300 Millionen Euro Steuergelder bekommen. Danach hat BioNTech Milliarden Gewinne gemacht, aber nicht ein Euro, glaube ich, zurückbezahlt bisher, ne? Das ist mein Kenntnisstand. Also der Gewinn ist vertausendfacht worden bei BioNTech. Da würde mich mal interessieren, welcher Politiker hatte denn BioNTech-Aktien, bevor die so durch die Decke gegangen sind? Das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit eigentlich, ne? Jens Spahn war ja auch so ein Ding, ne? Der damalige Gesundheitsminister, der mitten in der Corona-Krise sich so eine Millionenvilla hier in Berlin mit seinem Ehegatten da gekauft hatte. Aus meiner Sicht alles sehr fragwürdig. Da spielten auch Kredite eine Rolle von Banken, wo er im Verwaltungsrat gesessen haben soll und solche Geschichten. Also so läuft Korruption in Deutschland. Wir haben ja auch Grußworte von Christian Lindner bei einer Bank, bei der er auch Schulden hat. Wir haben dubiose FDP-Mails, also Porsche-Mails aus dem FDP-geführten Bundesverkehrsministerium. Wir haben die Grünen, die überall drinstecken. Wir hatten das ja gestern mal kurz rausgesucht, wie oft Grüne hier den Gutmenschen spielen und dann dafür sorgen, dass sie von der Politik, die sie hier machen, profitieren. In irgendwelchen Verbänden, Anja Sigismund aus Thüringen, lange Jahre Umweltministerin, ist inzwischen auf einem sicheren Posten in der Entsorgungswirtschaft. Wir hatten mal eine Kerstin Andral von den Grünen, die ist Verbandsvorsitzende geworden, Christine Scheel von den Grünen, die sind alle das sind die Frauen mal besonders große Politikerinnen gewesen hier für grüne Verhältnisse. Und danach haben sie sich angeguckt, wo sie sich besser orientieren und seitdem sind sie aus der Politik verschwunden. Schön ist auch ein Herr Berninger, ne, von den Grünen. Der war parlamentarischer Staatssekretär im Verbraucherschutzministerium. Ja. Thema war Kampf gegen Übergewicht von Kindern.
Gut, ich bin ja Gott sei Dank kein Kind mehr. Also, dieser Grüne hat im Verbraucherschutzministerium gegen das Übergewicht von Kindern gekämpft und ist dann wohin gewechselt? Zum Schokoladenkonzern Mars. Und da ist er jetzt, inzwischen ist er aber Cheflobbyist bei Bayer, habe ich gelesen. Ja, das passt dann wieder. So glaubwürdig sind. Gunda Röstl war mal Bundesvorstand der Grünen, Geschäftsführerin geworden von so einem Abwasserverband. Daniel Bahr von der FDP, genau wie Philipp Rösler war auch immer FDP-Vorsitzender. Ja. Die sind dann, und, da bin ich ausgetreten. Und Gesundheitsminister, auch die Seiten gewechselt. Dirk Niebel, der das Entwicklungshilfeministerium abschaffen wollte, hat genau das Gegenteil gemacht. Ronald Pofalla, CDU, ist gewechselt. Und jetzt kommt die Korruption, geht weiter, ist gewechselt zur Deutschen Bahn. Sehr schön, ich habe auch erwähnt, Otto Wieshoy. Den kennst du nicht mehr. Das war so vor deiner Zeit auch so ein CSU-Urgestein. Der war CSU-Generalsekretär. Hat dann unter Alkoholeinfluss von knapp 2 Promille einen Autounfall verursacht, wo einer dabei gestorben ist. Wurde zu einer absolut milden Freiheitsstrafe. Ich glaube, erstmalig in Bayern zu keiner Haftstrafe verurteilt bei so einer Fallkonstellation von ungefähr einem Jahr. Jetzt sollte man sich denken, okay, politische Karriere zu Ende. Mitnichten. Dieser Herr von der CSU wurde danach sogar noch Verkehrsminister in Bayern. Ja, mit Verkehr kann das sich auch. Muss man sich mal vorstellen. Und wechselte danach in den Vorstand der Deutschen Bahn. Ja, der wäre besser Bahn gefahren, das trifft es schon. Super, oder? Das sind also so läuft aus meiner Sicht Korruption in Deutschland. Da reden wir gar nicht über Philipp Amthor und seine komische Lobbyarbeit für. Der hat sogar eine Rede gehalten, oder? Ja, also. Von Augustus Intelligence, das ist alles unter den Teppich gekehrt. Ja. Schlimm. Aber wir müssen langsam zum Ende. Nee, ich wollte noch eine Sache erzählen. Deutsche Bahn ist deshalb noch interessant. Also, wir haben Politiker, die wechseln zur Deutschen Bahn. Wir hatten Pofalla und Wieshoy als Beispiele. Ist nur ein Beispiel, das ist bei anderen Konzernen genauso. Und vor allem dieser Staatskonzern Deutsche Bahn, der sponsert dann hinterher Bundesparteitage von Parteien. Na sowas. Unser nicht, komisch, ne? Unser nicht, haben Sie abgesagt? Also ich mache Politik für einen Konzern, gehe in die Konzernspitze, sozusagen als Belohnung für die Politik, die ich mache, und der Konzern revanchiert sich dann rückwärts wieder und finanziert meine Partei. Also so funktioniert Korruption in Deutschland, und das ist komischerweise noch nicht strafbar. Nee, und da redet auch in Deutschland keiner drüber. Wir gucken immer gerne auf andere Staaten, regen uns auf, wie es da läuft, aber hier guckt halt keiner so genau hin. Könnte man sich aufregen. Das tun wir ja nicht. Nee. Wie ist eigentlich mein Schwarz? Schwarz trägt nicht so auf, habe ich mal gelesen. Schwarz macht schlank. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch. Man sieht mich zwar in dem schwarzen Stuhl nicht so richtig, aber den weißen Kopf, den sieht man. Ja, so weiß ich es aber nicht. Aber du bist ja eh blau. Ja. Also angezogen. Angezogen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, wir haben ganz schön lang gemacht. Oh, okay. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann aus Berlin. Ja, genau. So und so. Man kann sogar an 2 Orten gleichzeitig sein. Ja. Also, bis dahin. Ja. Schönes Wochenende. Tschüss. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.